Hey Leute, willkommen zurück und zum ersten Mal in einer Partort-Party haben wir heute ein Polybag mit dabei. Wie schön ist das denn? Ihr habt euch gewünscht, dass ich auch mal von Polybags ein Partort-Value mache, nicht Partort-Value, sondern ein Partort-Party und das werde ich heute einfach mal machen. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich dieses Polybag schon einmal ausgepartet. Das heißt, das habe ich dann offline gemacht und da hat sich jemand beschwert, hey, sag mal, mach doch mal eine Partort-Party hier zu einem Polybag und deswegen werden wir das heute einfach mal machen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben die Teile bereits im Shop oder zumindest einen Großteil der Teile, weil natürlich sind auch schon welche ausverkauft gewesen jetzt nach einer längeren Zeit oder ein paar Wochen. Und deswegen, ich werde es einfach mal öffnen und dann schauen wir mal rein, was für Teile und ob da vielleicht noch eine extra Tüte drin ist. Ich glaube, das war nicht der Fall. Und wir schauen einfach mal rein, wie das in diesem Polybag so aussieht und dann werde ich gleich weitermachen mit den restlichen, die ich hier noch habe. Und ja, ihr seht schon schöne Teile mit drin, eine coole orange Platte sticht schon direkt raus. Der Rest sind wunderschön in Dark Tan, in Schwarz und in diesem wunderschönen Medium Nougat gehalten. Ich liebe die Farbe. Und ansonsten, ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit Sortieren an und dann schauen wir gleich mal rein, was denn für schöne Steine hier so mit drin sind. So, damit ist der Partort auch schon geschafft. Das hat ja nicht lange gedauert. So viele Teile sind ja jetzt wirklich nicht drin in dem Set. Aber wir schauen gerne mal eben durch, was denn für Teile hier drin sind, denn ein paar davon sind doch ganz schön cool. Und das war mir auch nicht bewusst, bevor ich das erste Mal hier dieses Polybag dann ausgepartet habe, dass hier eben so viele super coole Steine mit drin sind. Zum einen haben wir hier eine 3x3-Platte in Schwarz. Die fand ich super cool. Die wird uns dann bei dem McLaren Polybag ebenfalls noch wieder über den Weg laufen, weil die ist da dann auch ein paar Mal enthalten in jedem Polybag. Des Weiteren geht es hier weiter mit diesen wunderbaren Dingern. Ich glaube, genau die gleichen oder in Dark Bluish Grey waren enthalten in dem hier diesen Mandalorian Speeder, dem neuen von Tatooine, dem Trouble on Tatooine von Star Wars. Auf jeden Fall super cool, gefällt mir sehr. Und dann haben wir hier ein paar Brackets, ein paar Steine in Medium Nougat und ein paar Tiles auch. Hier sind, davon haben wir, glaube ich, am meisten dabei. So Plate Modified 1x2 mit so einem Handle da dran. Und ja, hier drüben, die finde ich auch ganz nett. Ich glaube, die sind bei mir auch schon ausverkauft, deswegen die sind dann auch wieder neu drin. Hier haben wir noch ein paar Brackets, ein paar Augen, ja, ein paar Hüte hier, Fäse heißen die oder Cone. Auf jeden Fall auch ganz nett, ganz niedlich dabei. Hier so ein paar Plates und so weiter und so fort. Ein bisschen was in Schwarz hier vorne auch noch. Ich glaube aber, die coolsten Teile hier draus sind wahrscheinlich entweder diese hier, wie ich finde, oder hier diese Platten in 3x3. Ich finde die einfach klasse. Alles in allem super tolle Farbwahl. Und jetzt wird natürlich der Punkt kommen, wo wir das Ganze in der Wand unterbringen können. Und ich bin super, super gespannt, wie viele dieser Teile jetzt wieder neu reinkommen und wie viele noch verfügbar sind aus meinem letzten Partout. Natürlich haben wir hier die Creator noch, die Anleitung meine ich, da sind jetzt auch wieder 10 mehr vorhanden als vorher. Die werde ich auch zum Verkauf anbieten, wenn da jemand Interesse hat, gerne eine oder zwei mitnehmen, so teuer sind die jetzt wirklich nicht. Wir gehen hier wieder auf 10 Sets, also ich habe hier die Setnummer drin und 10 Sets haben wir insgesamt. Dann werde ich einmal hier unten auf Submit for Edit klicken und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Okay, ja, er hat die Setnummer einfach nicht übernommen, sowas Schönes oder vielleicht habe ich zu lange gewartet. 30578, noch einmal kurz. 5, 7, 8 eintragen und dann eine 10 daraus machen. So, 1 und Submit for Edit, nun aber. Ihr seht schon, ein paar davon haben tatsächlich dieses You already have the same part, allerdings nicht alle. Und da ist jetzt wieder ganz, ganz interessant, dass sehr, sehr viele dieser Teile, die hier drin sind, eben schon ausverkauft sind im Shop und ich sehe gerade erst, wie viele das sind. Das ist echt heftig. Einige, wie ihr seht, sind noch da, manche aber auch nicht. Und deswegen werde ich mich jetzt mal ransetzen und alle, die eben schon im Inventar sind, bereits dann halt in meinen Kästen hier drin sind, einfach ins Inventar packen und die, die eben noch nicht drin sind, in diesen Kästen dann scannen und in den, ja, in meinen Bestand aufnehmen. Und das wird jetzt gleich dann in der Wand seinen Platz finden. Mal schauen, wie die Wand danach aussieht. Aber ich glaube, so viel wird das jetzt an Unterschied nicht machen.
So, und damit ist es auch schon geschafft. Ihr seht schon, meine Wand hat sich nicht sonderlich verändert, um ehrlich zu sein. Also viele der Teile, die jetzt neu dazugekommen sind, hatte ich schon. Also es waren irgendwie nur so 10 Boxen oder so, die jetzt an neuen Teilen dazu reingekommen sind. Der Rest war halt schon im Shop. Aber macht nichts, es ist ja trotzdem schön. Und vor allem haben wir jetzt wieder ein paar mehr Steine, weniger als erwartet. Aber das kommt ja mit den nächsten Sets, die ich ausparte, noch. Ihr seht schon, 25.848 ist heute das Endergebnis und die Lottzahl finde ich heute einfach fantastisch. Okay, meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz viel Spaß. Schaut gerne auch in andere Videos noch mit rein. Hardout-Videos sind natürlich immer schön, da könnt ihr gerne reinschauen. Oder schaut auch gerne in die Livestreams mit rein, in denen ich dann irgendwelche Bestellungen packe. Und wenn ihr Lust habt, bestellt auch gerne was in meinem Shop und lasst das im Livestream zusammenpacken. Haben wir nämlich ganz, ganz viel Spaß, während ihr dann dabei zuschaut, wie eure Bestellung live gepackt wird. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!